60. Minute dann der Eckball, getreten von Christian Panda. Und Karim Agi, der Innenverteidiger, der 1,90 Meter Mann, dort allein gelassen von Carlsen Bracker und auch von Earl. Gegen die Laufrichtung von Simon Jentsch geköpft. Für Panda immerhin schon die 6. Torvorlage in der laufenden Saison. Für Karim Agi 3. Tor. Der Mann, der ja unter der Woche noch mit Tunesien gegen Peru spielte. Gegen Pizarro unter anderem dort ein 1:1 erreichte. Schmeichelhaftes Unentschieden hier in der